Mein momentanes Lieblingsprodukt von Kolibri ist halt wirklich das Niacinamid von Leon. Das ist ja sowas von genial. Aber bevor ich hier an der Stelle ins Schwärmen komme, lege ich los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Schätzchen hier. Das ist das Niacinamid vom Leon. Und hier sind 10% Niacinamid und 5% Acetylglucosamin drin. Und das ist halt wirklich ein Bro-Produkt. Wenn du jemand bist wie ich, der sich mit Skincare schon länger beschäftigt, der hat natürlich auch eine sehr geübte Haut. Wenn du sowas als Anfänger anwendest, dann reagiert das auf der Haut schon. Das bedeutet nicht, dass das Produkt schlecht ist, weil das hier ist so saugut durchdacht. Das verwende ich auch auf der Kopfhaut. Also ich muss zugeben, an der Stelle hätte ich Leon nie gefunden, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Gesichtspflegeartikel wirklich auch auf der Kopfhaut anzuwenden. Und seine Sachen sind halt wirklich gut durchdacht, ne? Warum also auch nicht auf der Kopfhaut anwenden? Denn ich habe jetzt beispielsweise kein Shampoo da, wo Niacinamid enthalten ist. Aber die Kosmetikindustrie ist schlau und packt Niacinamid eben inzwischen auch in Shampoos rein, was eine gute Sache ist. Ich habe den Inhaltsstoff schon mal in einem Faktencheck durchgenommen. Das verlinke ich dir auf jeden Fall unter dem i. Unter dem i findest du auch einen Ordner mit meinen bis jetzt vorgestellten Kolibri-Produkten. Guck da einfach mal rein. Und bei Niacinamid lohnt sich auf jeden Fall, sich ein bisschen mehr mit dem Inhaltsstoff auseinanderzusetzen, weil der kann echt viel. Und es ist halt mein Lieblingsinhaltsstoff, muss man an der Stelle sagen. Der hat mir am meisten gebracht. Maggi und Marek, aka Dirty Beauty Talk, ich werde euch das Video mal unter das i legen, haben vor kurzem ein Video rausgebracht, wo es um Soforteffekte geht bei Inhaltsstoffen. Es gibt eben Actives, da siehst du halt nicht direkt was, ne? Also du musst es immer auf einem längeren Zeitraum sehen, was das auf deine Haut anstellen kann. Aber Niacinamid ist dahingegen bei mir gut, da es halt irgendwas mit meinen Poren anstellt. Und gerade in Verbindung jetzt mit Säure habe ich halt keine fettige Haut mehr oder fast keine fettige Haut mehr. Weil ich habe halt schon eine sehr krasse Mischhaut, kann man an der Stelle sagen. Aber wenn ich, wie schon erwähnt, ein Niacinamid-Produkt regelmäßig anwende, und das mache ich gerade zweimal am Tag, gibt nichts zu beanstanden, wirklich. Also ich habe da kaum fettige Haut, meine Haut glänzt überhaupt nicht und eben die Poren auf der Nase, besonders gerade die dunkel verfärbten, die sind halt dann auch nicht mehr ganz so sichtbar und das kann eben Niacinamid. Hier wird empfohlen, weil es halt eben 10% sind und das halt schon relativ viel ist für einen Anfänger, dass der Anfänger einen Pumpstoß nimmt, dann einen Pumpstoß von seinem Serum nimmt und das Ganze dann mischt. Dann hat man nämlich nur die Hälfte. Und da auch so ein bisschen rumprobieren, weil wenn du am Anfang schon gleich so ein starkes Produkt verwendest, dann kann das unangenehm auf der Haut werden. Das wollen wir ja nicht. Also Produkt einschleichen ist halt auch wieder sowas, was man halt wirklich erstmal so ein bisschen üben muss. Was hat mir das Produkt gebracht? Jetzt sprechen wir von so Soforteffekten. Zum einen eben diesen Hautglanz habe ich dann nicht so krass. Also gerade wenn ich AHA beispielsweise mit Niacinamid zusammen verwende, habe ich die besten Ergebnisse. Das ist richtig, richtig krass. Also funktioniert bei mir unwahrscheinlich gut. Denn das AHA macht halt dann auch die Hautschüppchen schön weg. Und da kann dann halt auch das Niacinamid bei mir unwahrscheinlich gut funktionieren. Und dann beruhigt es halt bei mir auch wahnsinnig die Haut. Also ich bin nicht so jemand, der Pickel hat, aber ich habe unruhige Haut, sage ich immer dazu. Also so ein unebenes Hautbild, große Poren, die gerne mal verstopfen. Und wenn ich eben Niacinamid anwende, dann ist es ein großer Faktor bei mir, dass mein Hautbild einfach um einiges ruhiger ist. Und jetzt verwende ich es gerade echt regelmäßig. Auf der Kopfhaut bringt es mir auch einiges, da es mir halt diesen
Juckreiz auch wegnimmt, ne? Also da ist es wirklich genial. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch auf der Kopfhaut das mit dem übermäßigen Fetten so ein bisschen reguliert wird. Klar, man müsste es in einer Menge anwenden auf der Kopfhaut. Da bin ich auch ein bisschen zu geizig, muss ich an der Stelle sagen. Würde ich es auch auf der Kopfhaut regelmäßig anwenden, sprich zweimal am Tag, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so Probleme mit fettigen Haaren oder fettiger Kopfhaut. Dann wäre das für mich wahrscheinlich auf der Kopfhaut genauso erledigt, wie es eben im Gesicht einigermaßen in Ordnung ist. Also das Hautfett ist nicht komplett weg bei mir, aber schon so ziemlich. Also ich bin da schon krass begeistert davon. Ich verwende von dem Produkt ein Pumpstoß, mir reicht das. Das heißt, diese, wie viel Milliliter sind denn da drin? 50 Milliliter, die reichen dir eine Weile. Bei Kolibri lohnt sich das auf jeden Fall immer mal wieder auf die Webseite zu gucken. Zum einen gibt es Sets, die im Großen und Ganzen dann billiger sind. Also jedes einzelne Produkt ist einfach dann günstiger. Muss man gucken, was man brauchen kann. Und dann gibt es immer mal wieder so Aktionen. Da lohnt sich wirklich, den Leon, also X Skincare auf Instagram, wirklich im Auge zu behalten und da mal ein bisschen zu gucken. Und dann, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für mich selber, gibt es noch meinen Discord-Kanal. Da veröffentlichen wir inzwischen Rabatte und Online-Shops. Da gibt es einen extra Raum inzwischen bei mir auf dem Discord. Und da kannst du dann auch zugreifen, weil wir sind da relativ fix. Wenn es irgendwas gibt, dann posten wir das da rein. Also falls du Bock hast auf meinen Discord, den Link dazu findest du in der Infobox. Dann finde ich das auch gar nicht so schlecht. Das ist ein Glasfläschchen. Ich weiß, Leon hat damals, als er die Produkte rausgebracht hat, gefragt, ob er lieber Tuben verwenden soll oder Plastik oder Glasfläschchen. Da gab es, glaube ich, irgendwie so eine Abstimmung. Ich habe das nur so leicht noch im Hinterkopf. Es ist auf jeden Fall ein Glasfläschchen und der Pumper ist grandios. Ihr wisst, ich lege da hier wirklich Wert drauf. Es gibt Pumper, da kommt viel zu viel raus. Und klar will das manch ein Hersteller, dass da halt einfach zu viel rauskommt, dass du das Produkt halt auch zu viel verwendest, sozusagen. Also, dass es schnell wieder leer ist. Das haben wir hier nicht. Ne? Also, das ist richtig gut. Die Verpackung ist richtig grandios. Und das Ganze kommt halt eben in so einem Kartonchen an. Und lohnt sich einfach. Und hier gibt es auch nicht irgendwie dieses, das ist für Männer oder für Frauen, sondern das ist für beide. Denn am Ende haben wir alle die gleiche Haut und an der Pflege, in der Drogerie ist einfach nur der Duftstoff daran schuld, dass was für Männer oder was für Frauen ist. Also da wirklich auch nicht drauf reinfallen. Das Produkt von Leon kann ich einfach wirklich empfehlen. Habe ich jetzt schon einige Zeit im Gebrauch. Aber eben sparsam, nur ein Pumpstoß. Denn das reicht mir vollkommen aus bei dem, was ich so in meiner Hautpflegeroutine anwende. Denn diesen Effekt, den ich euch beschrieben habe von dieser fettigen Haut, die ich halt gerade, wenn es kälter wird, auch sehr heftig habe, macht es halt richtig gut weg. Ich lieb's einfach. Habt ihr dieses Produkt? Kommt ihr gut damit zurecht oder kommt ihr nicht so gut damit zurecht? Ich würde mich freuen, wenn wir uns unten in den Kommentaren wiedersehen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns auf Discord sehen, natürlich. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne für dieses Video einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du mich. Damit unterstützt du meinen Kanal. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!